Hallihallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. Ja, diesen Part habe ich heute noch aufgenommen. Ich hoffe, dass er natürlich pünktlich online kommt. Und ja, Rusty hat uns ins abgeholt. Nachdem er mit seinem Agenten Barry Wheeler im Elderwood Nationalpark angekommen ist, muss Wake eine Hütte mieten. Na ja, jetzt kommt dann der Entführer. So. Oder wir treffen uns mit dem Ernsthaft, Entführer. Al, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was, du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Nein, Mann, Barry, mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat alles. Alles Weißt ist du einfach... eigentlich, wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich meine, ist eine gute Story, wie ein Bestseller. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bei drei für die Klapsmühle. Warte hier. Alles klar, ist das da draußen Rusty? Wie komme ich denn raus? Hä? Ah. Ah. Oh, eine Thermosflasche. Na holla. Aber wie komme ich jetzt raus? Ah, hier ist eine Tür. Ah. Ganz ruhig, Junge. Es ist fast geschafft. Hi, Rusty, stimmt's? Sie vermieten Hütten. Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber können Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Okay, klar. Was ist passiert? Hirnlose Wilderer. Max ist mit seinem Fuß in eine Falle geraten. Die sind hier verboten. Es ist generell verboten, im Park zu jagen, aber ein paar Hohlköpfe können es einfach nicht lassen. Immerhin kommt Max wieder in Ordnung. Hat Glück gehabt. Schön für ihn. Max ist noch benommen von der Betäubung. Ich möchte ihn lieber noch nicht allein lassen. Im Das Ernst, Formular du liegt kannst auf dich dem nicht einfach Tisch mit einem gegenüber vom Entführer Mammut. treffen. Sowas endet doch immer in einer totalen Katastrophe. Du musst mit den Cops reden. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Können wir später darüber reden? Nein. Diese ganze Sache. Hör mal, du hast dir den Kopf angestoßen. Ich meine, ey, komm schon, du musst doch wissen, dass sich das völlig verrückt anhört. Wenn du mich verarschen willst, dann hat's geklappt. Haha, lasst uns Barry verarschen. Tja, du hast mich eingelegt. Echt witzig, ey. Du kannst jetzt aufhören. Halt die Fresse. So, ist es der Hasenfuß? Ah, hier ist ein Formular. Okay. Dann unterschreib mal schön, Alan. Ah, jetzt müssen wir es Rusty geben. So. Hin und her laufen. Yeah. So. Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Danke. Und wie komme ich zum Lover's Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang und ein schönes Plätzchen. Alles klar, gut, Wenn Sie jetzt. sie nicht gleich finden, orientieren Sie sich am Antennenmast. Sie befindet sich genau darunter. Aha, alles klar. Hör mal, ich soll dir glauben, dass du einen Typen erschossen hast. Pups! Und der sich dann in Luft auflöst? Unverwundbar, bis du ihn mit einer Taschenlampe angeleuchtet hast. Das erzählen sonst nur Leute, die bis auf Weiteres in Gummizellen einziehen. Im Bett fixiert, mit weißen Kitteln an, die viel zu lange Ärmel haben. Und jeden Tag bunte Pillen schlucken. Al, du machst dich sonst immer auf mieseste Art über Leute lustig, die so einen Quatsch glauben. Du bist der Skeptiker. Erst letzten Monat bist du stundenlang über Homöopathie hergezogen. Wie war das noch? Solange es keinen Beweis gibt, ist es völliger Quatsch. Punkt. Hab mich wohl geirrt. Al, komm schon. Ich meine, gut. Gut, vielleicht ist dir was Komisches passiert, okay? Na, vielen Dank für dein Vertrauen. Ich will damit nur sagen, dass das alles ein bisschen dürftig ist, Superstar. Was wäre, wenn ich dir sowas erzähle? Du solltest auf keinen Fall nachts mit einer Waffe draußen rumlaufen. Es hat dich niemand hergebeten. Hilf mir bei der Sache oder flieg zurück nach New York. Du hast die Wahl. Das heißt, du hilfst mir, du kleiner fetter Mops. So, gehen wir mal zum Auto. Da
Das ist doch verrückt, Al. Al? Al! Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, sie töten sie! Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Was? Ich gehe zum Lover's Peak und ich soll allein kommen. Okay, okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Hm. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Du bleibst hier und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Kavallerie. Was? Gesundheit. Was? Pass bloß auf, wenn du es mit den Einheimischen zu tun hast. Diese Hinterwälder sind gefährlich. Sie hassen Touristen. Denk nur mal an, beim Sterben ist jeder der Erste. So, vielleicht finden wir hier noch etwas Spannendes, was wir gebrauchen könnten. Ist das eine Manuskript? Nee, das ist keine Manuskriptseite. Ah, wir lassen es mal an. Dann ist noch eine Thermosflasche. Das ist schön. Waffen habe ich keine. Alles klar, dann gehen wir mal zum Lover's Peak. Ich werde hier warten, Al. Ich halte die Stellung. Im Geist bin ich bei dir, bei jedem Schritt, Al. Ich schließe dir die Tür ab. Ich wusste, ich hätte zur Polizei gehen sollen. Das war nicht gerade clever von mir, aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops. Und sie hatten Alice. Oh. Ach, Mann, Mann, Mann. Was ist denn jetzt wieder los? Fängt das schon wieder an? Fängt diese Scheiße schon wieder an? Ah. Ah. Auto. Hallo. Hallo? Manuskript, verdammt, ich habe schon wieder Gänsehaut, Mann, verdammt. Die Luft im Besucherzentrum war von Gestank durchzogen, als wäre eine verrottete Wasserleiche aus ihrem Grab gestiegen. Rusty hustete weiter Blut. Mein Blick fiel auf sein verdrehtes, gebrochenes Bein. Der Angriff war brutal gewesen. Max jaulte in seinem Käfig. Fieber und Entsetzen weiteten Rustys Augen. Er keuchte. Mr. Wake, es ist so passiert wie auf der Seite. Ach du Scheiße. Die Vision hatte mich geschwächt. Es war keine Kopfverletzung. Nein! Ah! Nein! Nein! Rusty! Mist! Rusty, durchhalten! Ich komme! Bitte, helf mir! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Hilf mir! Kann mich jemand hören? Hilfe! Ich brauche Hallo? Hilfe! Hier hinten! Ich bin hier hinten! Hallo! Helfen Sie mir! Mr. Wake? Oh Mist! Es geschah genauso wie es auf der Seite stand. Gefunden. Wurde wahr. Es wusste. So dunkel. Es wird zurückkommen. Sie müssen... Die Lichter. Im Büro. Ich hab den Schlüssel. Okay, Rusty. Ganz ruhig. Ich bin gleich zurück. Ja, bis dann ist er schon abgekratzt, der liebe Rusty. Was auch immer das getan hatte, konnte nicht weit sein. Rusty hatte eine Manuskriptseite gefunden. Sie könnte erklären, was passiert war. So, jetzt müssen wir die Lichter anschalten. Heilige verdammte Scheiße. Ich konnte nur für Rustys Sicherheit garantieren, indem ich den Strom und die Lichter zum Laufen brachte. Das Besucherzentrum war robust, doch der Aufprall zertrümmerte die Vorderseite völlig. Rusty wurde durch die Lobby geworfen und prallte hart gegen die Wand. Es tat erst weh, als er versuchte, sein Bein zu bewegen, das in die falsche Richtung abgewinkelt war. Er spürte den Stich der gebrochenen Rippe und heulte auf. Er hatte Angst, allein zu sterben. Das muss wahrscheinlich diese Seite sein.
Also ich wäre da schon lange nach Hause geflogen. Scheiß auf die Frau, ohne Witz. Noch eine Manuskriptseite. Alles klar, dann lesen wir nochmal eine. Wake gelangt in die Sicherheit des Lichts. Im letzten Moment änderte ich die Richtung und warf mich nach unten. Die Axt zerfetzte einen Baumstumpf. Ich stolperte in den Ring aus hellem Licht. Meine Lungen brannten. Ich war zu erschöpft, um mich zu bewegen. Ich wartete angespannt auf den tödlichen Streich, doch er kam nicht. Ich hob meinen Kopf. Nichts bewegte sich dort in der Dunkelheit. Für den Moment war ich, gebadet im kalten Licht, in Sicherheit. In Sicherheit. So. Ah, ja, mal Munition, oder? Und Batterien. Das ist schon mal gut. Ich kam zu spät. Jemand hatte den Hauptschalter demoliert. Ich konnte die Lichter nicht mehr anschalten. Rusty! Rusty! Ach du Scheiße. Auf dem Boden waren Öllachen, die wie flüssige Dunkelheit aussahen. Wir brauchen Lizenzen. Was? So, komm, komm. Come on. Das Öl kann man wegnehmen. Rusty. Irgendetwas hatte ein gigantisches Loch in die Mauer gerissen. Ach du Scheiße. Bitte nicht die Tiere füttern. Was? Das Angeln ist nur Besuchern erlaubt, die eine Angellizenz für den Park erworben haben. Sie steht den Anweisungen der Ranger. Rusty! Rusty! Rusty, nein! Gehen Sie nie näher als 100 Meter an Bären und Wölfe heran! Halten Sie zu anderen Wildtieren mindestens einen Abstand von 20 Metern ein! Müssen an der Leine geführt werden, lassen Sie Ihre Hunde nie unbeaufsichtigt! Ach du Scheiße! Es verstößt gegen das Gesetz, Objekte oder historische Artefakte aus dem Platz. Na los, Rusty! Das geht auch für Steine, die sie erfunden und so. Heilige Scheiße! Noch mehr! Oh. Scheiße! Oh, 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 nachladen, nachladen, nachladen! So. Oh. Ich muss immer noch zum Lover's Peak gehen. Wow. Was war denn da vorne los? Ach du Scheiße. Ein Kontrollpunkt, das ist gut. Ah, dieses Spiel, das geht man noch an die Nieren. Ah, ich bekomme noch einen Herzinfarkt bei dem Spiel. Ja. Das war's mal für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.